tot? Nee, ich hab's Spiel getappt und jetzt sieht's so aus, als hätte ich einen schwarzen Screen. Einmal mit Profis. Problem ist, bei Durchaufnehmen, ich hatte schon mal Videos, die sind kaputt gegangen dadurch, weil sie zu lang waren. Warum läuft mir der Typ hinterher? Arschloch. So, ich spiel's wieder mit dem Aesthetic Infestation. Ach, noch sind wir getrennt, aber gleich führen unsere Wege zusammen. Plötzlich. Hi. Ich bin jetzt ganz woanders. Als das da, ist wo eine spontane Aufnahme, sollten wir vielleicht sagen. Entschuldigung an alle Leute, die wir nicht erreichen konnten, die mitspielen wollten. Also niemand quasi. Es gab ein paar Leute, die sich gemeldet haben. Ein paar davon haben uns leider nicht bei Steam geaddet, sondern es einfach nur in die Kommentare geschrieben. Und die Leute, die wir in Steam geaddet haben, die mitspielen wollen, sind leider nicht da. Alle. Schade. Die Uhrzeit ist halt, naja. Ich bin jetzt auf der Straße. Du bist auf der Straße, ich bin gleich... Ich kann direkt zu dieser Gabelung kommen. Ich habe gerade, musste leider eine Person töten. Das tut mir leid an diese Person, wenn sie das sieht. Aber sie ist mir mit der Machete hinterhergelaufen, wollte mich aufschlitzen. Das konnte ich natürlich nicht zulassen, ne? Weil ich muss ja die Welt retten und so. Das wäre nicht gut, wenn ich tot bin. Ich komme gleich über den Hügel. Deswegen muss ich den wegknallen, hab ein bisschen Leben verloren, aber hab ein G36 gefunden, was sehr gut ist, weil wir viel G36-Munition im Lager haben. Jetzt ist es aber an der Zeit, Essen zu besorgen. Eventuell joint uns da noch ein Freund, der Basti, nach. Na, gucken wir mal. Wenn er es schafft. Der muss aber den Fernseher von seiner Oma reparieren gerade, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Da unten läufst du, oder? Neben der Straße, richtig? Ja. Ich sehe dich. Ich ducke mich. Ja, das bist du. Ey, wie krass ich bin, ne? Ich bin Scout, also. Offiziell jetzt. Das ist schon so meine Profession. Und Aesthetic ist halt dann der, also quasi ich bin der Sichter und er ist der Sniper, sozusagen. Da hinten, Alter? Du willst sagen, du hast mich gesehen? Ja. Alter. Vom Berg, oh, von der Bergspitze aus. Vom Berg aus. Ich habe einen Silencer und so einen Krüsseldüssel besorgt. Von dem Typen. Und einen Pistolflash. Was? Pistolflashlight. Ich hab verstanden, eine Pissflasche. Nee, was ist los? Leider keine Pissflasche. Ja, das wäre nämlich eigentlich geil, weil dann könnten wir uns wirklich ein Sniper-Nest machen, wenn wir eine Pissflasche hätten. Es wird dann aufs G36 alles gepackt, da wir da ja... Premium Skinbox! Oho! Kiste öffnen. Ich habe einen Military Backpack Desert bekommen. Das ist cool. Den Skin dazu. Okay, jetzt ist halt die Frage, wohin gehen wir? Rezept erlernen. Habe ich erlernt. Cool. Was mache ich jetzt mit so viel Munition? Ich habe Bandages, geil. Und noch Painkiller. Hey, grüß dich. Ich weiß nicht mehr, wie ich aufstehen kann. Hier, so. Jetzt muss ich mich erstmal verarzten. Okay, ich sticher die Seite von der Straße. Wo wollen wir jetzt hin? Wäre mal cool, wenn wir Essen und so einen Scheiß besorgen. Ja gut, Essen... Ich komme ja gerade, wenn wir von dieser Oak Mountain Forest Station, ja... dem Straßenverlauf folgen oder wahlweise über dem Hügel gehen, hier einfach, von dem ich komme. Ja. Da können wir mal gucken, da müsst ihr Essen geben, oder? Bei der Oak Station. Ja, Oak halt, ne? Weiß schon, das ist eine Range. Warte mal, lass uns mal eben eine Gruppe machen. Das wurde uns nämlich auch gesagt, dass wir Spacken, Arschlöcher und dieses andere böse Wort, was ich nicht sagen will, sind, weil wir keine Gruppe gemacht haben. Was sind wir doch für Assis? Obwohl wir das sogar am Ende rausgefunden haben. Ich glaube. Dann hau rein. Ich such dich gerade in der Liste. Du hast bestimmt wieder einen Scheißnamen genommen, oder? Fonz. Nee, Fonz heißt er, weißt du? Du bist so ein Mongo, ey. Gruppeneinladung verschickt, keine Ahnung, wie du die annimmst. Okay, warte. Kann sein, dass du mich auf Tab auch nochmal suchen musst und mich bestätigen. Accept Group Invite. Ja, ich hab's auf Tab gemacht. Ja, jetzt müsste ich dich eigentlich overall sehen. Ja. Weiß nicht, ob ich dich auf der Karte sehe oder ob ich dich nur... Warte, das sehen wir gleich. Ja, wenn wir übereinander stehen, nicht. Nee, doch. Du bist markiert mit so einem gelben Symbol bei mir. Ja, stimmt. Okay. Das macht die Sache ein bisschen leichter. Ich wechsle mal auf Schläger, denn wir müssen jetzt mit Zombie-Widerstand rechnen. Und da wäre halt Fernkampf totaler Quatsch, weil das brauchen wir für Spieler. Aber du bist doch der Scout, du müsstest das Binocular nehmen und ich müsste mit dem Schlägel vorrennen. Neben Nachtsichtgerät. Hab ich nicht. Aber gut, dass es gerade nicht Nacht ist auf dem Server. Sonst wäre ich am Sack. Du brauchst Trinken primär? Eigentlich brauche ich exakt beides. Beides gleich viel. Wie wir wissen, in der Zombie-Apokalypse
ist Essen und Trinken gleich wichtig. Ist nicht so wie im richtigen Leben, dass man mehr trinken muss als essen muss. In der Zombie-Apokalypse und in der Welt von Infestation ist beides gleichgewichtet. Sehen bei dir die Texturen hier auch so komisch aus? Das ist korrekt. So, sag's mir, Perlmutt-mäßig, ne? Ja, am coolsten finde ich immer noch, wie das Gras vor uns immer so, wie so eine Welle auftaucht. Aber das finde ich total in Ordnung. Ich finde, das Spiel ist okay. Ich meine, es muss so eine Art von Spiel braucht ja jetzt nicht unbedingt die Bombengrafik, finde ich. Und es ruckelt trotzdem. Bitte? Aber es ruckelt trotzdem. Bei mir gerade gar nicht. Ich habe jetzt zwischen, man sieht es ja oben. Ja, aber es wechselt ständig. Ich habe jetzt auch 70, aber manchmal habe ich halt 20 und der Drop auf einmal verursacht halt einen Ruckler. Wenn es wenigstens permanent dazwischen wäre, dann wird das nicht ruckeln. Verstehst du? Also ich habe permanent auf 35 Frames oder so wäre okay. Aber dieses Hoch und Runter von den Frames sorgt natürlich für sichtbare Ruckler. Okay. So, wo ist das? Hast du noch die Map im Auge? Okay. Ja, Logan, wir laufen genau darauf zu. Und wir kommen von oben, bedeutet, du hast einen Sniper. Hoffe ich. Hä, hatte doch... warte mal. Ja, die gehen doch immer wieder ab, wenn man das irgendwie... Ich bin mir da... Das könnte man mal so in die Kommentare schreiben. Das sind Sachen, die wichtig sind. Warum immer die Attachments irgendwie abgehen, wenn man die Waffe wechselt oder wenn man... Ach, keine Ahnung. Ständig sind die ab. Ja, also ich habe einen Scope auf jeden Fall. Und das habe ich jetzt wieder dran gemacht. F6 war das, ne? Aber das ist doof, dass man in die Ego-Perspektive gehen muss, damit das Scope prockt. Weil normal müsste das ja auch so beim... Ach so, ich habe die Munition gewechselt jetzt. Dein Zoom funktionieren. Egal. Gut. Warte mal kurz. Ja, muss mal. Gerne. Ich will mal ganz kurz checken, welche Munition das G36 nimmt. G36,62, oder? Extra G36 Ammo. Ja, weil ich auf einmal mehrere Munitionsarten für also ich meine hab sogar Standard-Stonark. Weil die komische Honey-Weapon, die wir haben, nimmt halt 30er und 45er Munition. Ja, das Compact Scope geht auch mal auf meine AK. Hier, da habe ich überall nichts. Okay. Gut. Okay, das nimmt aber auch bei. Das ist alles komisch. Warum gibt es so viele... Warum kann man mehrere verschiedene... Weshalb habe ich eigentlich nur einen AK-Clip? Oh, scheiße bist. Egal. So, da hinten... Was? Ist eine Straßensperre oder sowas. Ein paar... Ja, ich sehe es. Das könnte die Ranger-Station sein. Naja, das ist das Ding, wo wir hinrennen. Ist das überhaupt eine Ranger? Rest Stop steht da. Ich kann das nicht lesen, ich kann nicht zoomen. Was steht da? Oak Mountain Forest Stop oder sowas? Ja, genau. Rest Stop. Rest Stop, Entschuldigung. Rest Stop, ja. Es ist halt so ultra klein, ne? Also, das kann man mir jetzt nicht vorwerfen, dass ich gemeint habe, das wäre irgendeine Ranger Station oder so. Ja, ich musste auch gerade voll nah rangehen und hab's nicht mal lesen können. Vor allen Dingen in der Auflösung, in der ich spiele mit 26K. Oh, guck mal, hier kann man drunter gucken, unter die Steine. Ja, das, ich weiß nicht, man könnte ja eigentlich in der Review schreiben, boah, so ein Scheißspiel hat kein 8K-Support, so ein Scheiß. Meinen fetten Monitor muss ich doch ausnutzen. Mit 120 Hertz, ne? Genau, mit meinen 7 GeForce Titan Grafikkarten in meinem PC bin ich voll unausgelastet. Wenn ich das war doch mal irgendwo. Irgendwo hat irgendwer geschrieben. Ja, das hab ich dir erzählt. Voll assi, dass ich nicht meine 2 Titans irgendwie ausnutzen kann. Ja, genau. Er hat geschrieben irgendwie, er hat ja, was soll das? Das Spiel hat keinen 4K-Support. Ich habe 2 Titans und tralala und was soll das? Ja, das ist schon echt... Assi, wenn man schon so viel Geld ausgibt für einen Rechner, ne? Oder wie geil die Leute dann auch sind, bei YouTube-Videos was drunter zu schreiben. Da hat jemand irgendwie Witcher auf 4K eben aufgenommen, ne? Ja. Das Video auf 60 Frames gerendert, hat es aber wirklich erwähnt. Und dann hat jemand drunter geschrieben, Alter, das ist doch gar nicht hier 60 Frames. Was soll das? Ich habe 2 GeForce Titans und es läuft gerade so auf 55 in 4K. Kannst du dir gar nicht leisten, du Wichser. Hauptsache einfach mal zu erwähnen, ey, ich habe 2 GeForce Titans, ich habe Grafikkarten im Wert von 2000 Euro daheim rumfliegen. Das ist richtig. Also, sind ein paar Zombies am Start. Ey, das sieht aber super gut aus, das Teil. Ich hoffe, da hockt keiner drin, ne? Nee, da wird auf jeden Fall keiner campen.
Komm, wir bilden jetzt mal eine spartanische Schildwall hier. So ein Quatsch, der spartanische Schildwall. Abstechen, abstechen! Okay, die römische Schildkröte. Wie kann man da mal over shoulder ändern? Ich möchte, dass ich andersrum. Alt? Auf alt, alles klar. Nee, das ist doch besser so. Auf alt? Tatsache? Ja, kannst du die Schulter ändern. Von welcher Schulter du gucken willst. Nee, eigentlich. Alter, da wusste er, dass hier nichts ist. Dass hier kein Eingang ist. Du bist doch ein Cheater, ey. Da kommt man nicht rein, oder? Nee, wir geschlossene sein. Türen sind. Das sind Barrieren. Aber lass die Zombies mir, ich hab dafür die richtige Waffe. Aufpassen, ne? Du hast mich getroffen, oder? Hast du mich getroffen? Keine Ahnung. Ich geh in das Haus, geh du mal außen rum. Alter, essen, trinken. Ich hab Kokosnusswasser, nice! Sehr schön. Also ich brauche nur was zu trinken. Boah! Da kommt die Lady, da kommt die Lady. Stech ihn ab! Alter. Ich will in das Haus rein. Brauch mal Bandages. Oh, ganz schön viele Zombies. Ah, Can of Soda, perfekt. Hier liegt eine Flinte. Komm, nimm mit. Mit 8 Kugeln, hab ich mitgenommen. Wir haben ja genug Platz. Und irgendein Side. Was Instant ist das? Instant Omelette, wie macht man denn Instant Omelette? Was sagst du? Ein Instant Omelette, wie macht man denn ein Instant Omelette? Oh, nice, hier ist ein komischer Safari-Hut. Nee. Doch. Hat er Panzerung? Nee. Ich denke nicht. Pineapple, Fleisch, rohes Fleisch, ein Baseballschläger, der war besser, oder? Oh, eine Schaufel, Alter. Oh, oh, Kevin, ich brauch dich. Wie, du brauchst mich? Ich hab alle Zombies angelockt. Ja, dann komm hier in das Ding rein. Willst du schießen oder willst du hämmern? Hämmern und rückwärts dabei laufen. Abstechen! Ich glaub, da liegt ein Flash-Dingsbums. Ja, Nachtsichtgerät. Tipps! Das ist deins, ich brauch's nicht. Was cooles. Gasoline, wir haben keine Autos. Guck mal, hier ist der komische Safari-Hut, ja. Ich finde halt, die haben sich echt Mühe gegeben, den ordentlich zu platzieren, ne? Dass der nicht so aussieht wie ein statisches Objekt, das irgendwie in der Luft hängt. Das ist absolut korrekt. So, wie sieht's aus hier mit meinem Nachtsichtgerät? Da. Hat das irgendwie Damage Reduction von 9? Oh lol, mein krasses Ding hat 20. Okay, das ziehe ich wohl nur auf, wenn es Nacht wird. Okay, das wusste ich gar nicht, dass das, okay, Cobra Side. Okay, ich habe jetzt ernsthaft hier noch ein Attachment gefunden. Platz habe ich denn noch? Okay, ich habe noch Platz. Pistol Silencer. Aha, okay. Bandage DX. Meat. SMG muss ich das Munition. Erst braten? Ich denke, ne? Echt? Ich denke, also es ist einfach Meat. Guck, ich kann es dir mal hier hinschmeißen. Ich habe Dosenfleisch jetzt gegessen und ich trinke jetzt mein Soda. Und da stand jetzt Cooldown is active. Was heißt das? Habe ich jetzt einen Cooldown aufs Trinken oder was? Ja. Nee, hab's getrunken, gut. Oh, das sieht echt roh aus. Das würde ich nicht essen. Lag das auch einfach so in einem Regal drin? Ja. Ja, wunderbar. Was machen wir denn damit? Ich weiß es nicht, aber wir sollten jetzt mal gucken, dass wir. Es ist eine Nagelpistole. Was will ich denn mit einer scheiß Nagelpistole? Oh, da schießt wer? Ich hab's gehört, stell dir vor. Ja, der muss ja nicht auf uns schießen. Machst du Nachtsichtding mal an. Sollen wir einfach nach links raus? Und gucken, Moment, da oben liegen noch Instant-Nudeln, die brauche ich. Ganz dringend. Den musste ich dir wegnehmen. Ja, dann sollten wir jetzt hier weg, wenn der Typ da mit seiner Sniper rumgeballert hat. Okay, ich habe die Zombies angelockt. Ja, das hast du. Also der Nahkampf macht mir schon sehr viel Spaß bei dem Spiel. Muss ich sagen. SMG-Muni. Uninteressant. Nehme ich mit, kann ich stacken, glaube ich. So, wohin? Sind wir in die Stadt zurück? Action machen? Action machen. Okay, ab in die Stadt. Also ich würde trotzdem in Parts splitten. Muss mal gucken. Mach mal. Das ist schon eine fette Waffe. Wir können auch zu den Schüssen hingehen. Wo sind die? Ungefähr. Die Richtung. Weil ich habe ja keine Kopfhörer auf. Ich kann das jetzt nicht lokalisieren. Lass du mal da oben auf dem Berg mal. Ja. Nachtsichtgerät auf, ja? Ja, mache ich sofort. In die Ego-Perspektive für den Zoom. Ich habe nur 24 Schuss. Das ist schlecht. Ich sollte mal die Waffe wechseln, die Primärwaffe. Und weißt du, was passiert ist? Hm? Nee, Attachment ne? weg.
Ach so. Muss man dann wieder draufziehen. Okay, dann gehen wir da einfach mal hoch. Hast du eine Zeit im Blick eigentlich, oder? Ich habe keine Zeit im Blick. Du sagst, du willst splitten? Also willst du durch? Ja, ich denke, das entscheidet man so nach Aktion, ne? Weil ich meine, wenn wir jetzt einfach ohne Ziel rumlaufen. Entschuldigung, kurz umsetzen. Hi. Oh, ich gar nicht den Gruppenführer. Ich will halt gerne in dem Spiel auch wirklich was erleben. Ja, ich auch. Weil, ich denke, es verliert halt seinen Reiz, wenn man irgendwie campt. Ich kann das auch nicht verstehen, wie Leute da an einer Position rumstehen können. Nur, dass es sich dann so selbst beneißen, wenn sie jemanden in den Bauch geschossen haben oder so. Das ist richtig. Ich auch nicht. Und außerdem macht es ja auch gar keinen Sinn. Du würdest dich ja in der Zombie-Apokalypse auch nicht irgendwie auf ein Dach setzen und jeden mit einer Sniper abschießen. Außer du bist zufällig auf einem Supermarkt. Was? Ich weiß nicht, das war einmal eine Anspielung auf Ach so, Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, genau. Und ja. Darauf, dass man in einem Supermarkt halt Essen hat. Und da will man natürlich bleiben. Wobei man davon ausgehen muss, dass wenn man einen Supermarkt seinen eigen nennt, dass da andere Leute kommen und da auch hinwollen. Ja, aber das sowas zählt ja auch nur in den ersten Wochen nach so einer Apokalypse. Weil du musst ja früher oder später anfangen, dir was auszudenken, wie du hier jetzt an Essen kommst, ob dir das anbaust oder so, beziehungsweise dir halt einfach alle Überlebenden zusammenziehst. Okay, ich habe nicht gerechnet, dass da so viele Bäume im Weg sind. Ich gern mal mit meinem Scope, aber ich glaube ehrlich gesagt, hier ist niemand. Ich guck mal auf die Map. Das ist der Fluss. Da drüben ist Distress. Help me, please. Siehst du das? What? Eine Quest. Was? Hier, Quest, bist du White Fang 142 schreibt Help me please. Also das ist wahrscheinlich ein Bait, ne? Der will, dass wir kommen, damit er uns abschießt. Hat das wirklich ein Spieler dahin geknallt oder was? Ja klar, da ist ein Spielername dahinter. White Fang 142 klingt schon nach Spieler, oder? Ich schätze mal, der will uns anlocken. Der hat irgendeine dicke Waffe und will uns schon wegknallen. Aber die Frage ist halt, wollen wir ihn nicht versuchen wegzuknallen? Das ist richtig. Ja, weil ist auf ja geht's. Albern. Ist ja albern, wenn er unter Zeitdruck steht, ja, das so, dass also entweder braucht er Hilfe und wir können ihn wegknallen oder er will uns verarschen und es ist gerechtfertigt, dass wir ihn wegknallen. Die Frage ist halt, knallt er uns nicht beide weg, weil er uns ja dann sieht, wenn wir kommen. Ich meine, der steht exakt mit dem Rücken zu einem riesigen Berg, wo man wahrscheinlich nicht drauf kann. Das heißt, das ist schon eine ziemlich gute Sniper-Position, wo er steht, bestimmt. Allerdings ist das ein sehr geiles System, dass du so Nachrichten hinterlassen kannst. Aber wahrscheinlich nur für Premium-Member. Wahrscheinlich geht da auch kein Mensch drauf ein, sind wir mal ehrlich. Hast du noch was zu trinken übrigens? Nee. Oh, ich hab auch nichts mehr, ich bin bei... Oh. Ich hab nur ein MRE, das glaube ich, die scheiß Panzerkekse. Wir sollten uns trotzdem noch mal irgendeinen Spot suchen, wo wir es zu trinken bekommen. Frage ist halt, wollen wir nach Boulder City oder was? Einfach mal. Wir gehen mal nach Boulder City und gucken uns das an. Oh shit. Kommen wir nicht weiter. Oh, der Berg wird zu steil. Easy. Die schönen Texturen. Links die schönen Texturen. Und unten. Okay. Können wir hier von hier aus auf Boulder City blicken? Im Moment sind noch Bäume im Weg. Aber da hinten der Berg ist, und das müsste ja vor dem Berg sein, Boulder City. Okay. Müsste das also da hinter den Bäumen sein. Rein theoretisch. Jetzt läuft das Spiel auch übrigens wieder flüssig. Ja, weil wir Kacktexturen links von uns haben, die drei Frames. Nein, nicht so. Ich meine jetzt allgemein, den ganzen Tag jetzt heute, die Aufnahme halt, seit wir die gestartet haben. Ja, weil du nicht mehr rausgeflogen bist. Ja, aber das war ja auch komisch. Ich weiß nicht, vielleicht wurde mein CPU zu heiß. In meiner Aufnahme ist das, glaube ich, noch drin, wie du rausgeknallt bist. Habe ich, glaube ich, noch dran geschnitten hinten. Ey, nicht runter. Boulder City, ein Teich? Riesengroßer? Vielleicht. Alter, ja, was ist das für eine Kackwand, die uns jetzt hier runterzwingt in die Knie? Sind wir hier nicht bei Skyrim? Ja. Call for help requested, schon wieder. Guck mal. Alter.
Ja, da, bei Boulder City. Alter, den schnappen wir uns. Den schnappen wir uns. Und der braucht keine Hilfe, das ist absoluter Irrsinn. Wieso sollte jemand hier Hilfe brauchen? Vor allen Dingen, warum geht jemand davon aus, dass ihm jemand helfen sollte in so einem Kackspiel? Das ist wie DayZ, da wird man einfach leider einfach weggeballert. Also wir müssen auf jeden Fall dieses Spiel nochmal streamen. Aus dem Grund, weil ich möchte hier mal locker zu 8 rumlaufen. Und du möchtest gestreamsniped werden. Nee, ich möchte, dass wir irgendwie eine Stadt erobern. Ach so. Ja, hätte ich schon Lust drauf. Ja, das erfordert ja bestimmt auch nicht so eine krasse Bitrate, das Spiel, so 8000 oder so. Ja, du kannst aber nicht 8000 streamen. Ja, das nicht. Sieht das ja aus wie beim Drachenlord. Am Ende immer so mit 100 Bit streamt. Okay, irgendwo müsste da hinten, ich sehe schon ein paar Gebäude. Ein Gebäude, um genau zu sein. Okay, ich würde sagen, hier könnte man mal Schnitt machen, optional. Okay. Ich lass eh durchlaufen. Lass mal stehen bleiben kurz. Okay, ich sag euch tschüss, macht's gut, Leute. Wir machen gleich weiter. Wiedersehen.